Ja, Freunde, herzlich willkommen zu Resident Evil 2. Diesmal aber für den Game Boy Advance. Und zwar, ich glaube, um das Jahr 2000 rum, hieß es mal eine Zeit lang, Resident Evil 2 wird für den Game Boy Advance umgesetzt. Was auch meiner Meinung nach bestimmt gut gegangen wäre, wie man in der Demo jetzt hier sieht. Ich habe eine im Internet gefunden und habe gedacht, da mache ich jetzt gleich mal ein Angespiel draus. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-Virus, a mutagenic toxin created by the International Enterprise Umbrella Incorporated. For the Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation in the case was apparently closed. Thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Naja, sie hat Sprachausgabe, ne? So sieht das Hauptmenü aus. Also mir gefallen die Animationen ganz echt. Ja, sieht doch nett aus. Lauf! Ah, okay, muss selber zielen. Treffe ich? Ah, gut, man sieht's. Also mir gefallen die Animationen echt. Na, verreck endlich, komm. Ah, okay, er ist tot. Ich persönlich weiß schon, bis wohin die Demo geht. Habe ich unendlich Munition? Ja, mehr oder weniger. Natürlich läutet immer mein Handy, sobald ich aufnehme. Kurze Vibration, gut ist. Wir machen natürlich hier ein Zombieblatt. Ah, okay, ins nächste Bild springen die nicht. Geil. Na. Komm schon. Es ist dann leider eingestellt worden, weil die Entwickler oder Capcom selber, die Entwickler hat es weitergemacht, keine Frage, aber Capcom selber war der Meinung, dass das finanziell ein zu großes Risiko darstellt. Geh mal zum Kendo rein. Ah, wir landen gleich hier. Deswegen finde ich es schon schade. Die Tür fehlt hier auch. Ah, okay, hier kann man nicht weiterlaufen. Hier kann man das Modell dann vom Leon angucken. Detailliert ist es schon, muss ich sagen. Also. Oh, Zombie-Apokalypse. Jetzt du. Die fallen so geil nach hinten. Nein! Ich töte euch alle. Ich glaube, ganz am Ende von der Demo kommt noch irgendwas, was nicht zum Spiel gehört. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die können jetzt auch gleich abrupt zu Ende sein. Genau das habe ich gemeint. Ja, das war's jetzt schon. Also, zwei, drei Bilder hat man sozusagen. Aber macht Spaß, meiner Meinung nach. Also, ich hätte mich schon drüber gefreut. Naja, wie dem auch sei, Resident Evil 2 wird bei mir auch bald weitergehen. Dann sieht man sich das nächste Mal beim nächsten Angespielt-Video wieder. Bis dann. Ciao.